Die erste Frage, die wir uns bei dieser Gleichung stellen müssen, können wir hier eine PQ-Formel anwenden? Denn wir sehen ja, es ist eine quadratische Gleichung. Wenn wir die PQ-Formel anwenden wollen, ist wichtig, dass vor dem x² nichts weiter steht. Das ist hier der Fall. Und generell ergibt die PQ-Formel ja nur dann Sinn, wenn wir einen x²-Term, einen x-Term und eine Zahl ohne x haben. Diese drei Dinge sind da, vor dem x² steht nichts, also können wir PQ-Formel anwenden und das können wir dann jetzt sofort machen. Ich mache es auch gleich in der Schnellversion. Wir wissen, x1, 2 ist gleich. Laut PQ-Formel ist, wenn man es auf das Wesentliche runterbricht, folgendes der Fall. Das, was vor dem x steht, das ist ja unser p, das wollen wir einfach nur halbieren. Und das andere Vorzeichen, minus p halbe heißt es ja. Also die Hälfte von 4 ist die 2. Hier steht ein Plus, also bei uns ein Minus. Bevor ich jetzt hier minus 4 halbe hinschreibe, kann ich auch gleich schreiben. Also die Hälfte von dem Wert vor dem x und anderes Vorzeichen, minus 2. Plus, minus, Wurzel aus. Und die PQ-Formel will es so, dass wir genau diesen Wert hier wiederum nehmen und hier drinnen quadrieren. Naja, und nun ist es egal, ob ich eine negative Zahl habe, eine positive. Wenn ich sie quadriere, wird es sowieso positiv. Das heißt, ich schaue mir einfach nur diesen Wert an, das ist die 2. Wie gesagt, Minus oder Plus, vollkommen egal, es wird sowieso quadriert. Und wenn ich eine 2 quadriere, bin ich bei der 4. Kann ich also jetzt hier sofort schon mal reinschreiben. Und dann heißt es laut PQ-Formel minus Q. Naja, das Q ist immer dieser Wert ohne x. Das ist schon mal ein negativer Wert. Wenn ich also minus einen negativen Wert habe, minus minus, ne, plus. Das heißt, das Q hier einfach immer mit anderem Vorzeichen reinschreiben, statt minus 5 plus 5. So ist es letzten Endes. Das heißt, so eine PQ-Formel ist total schnell umsetzbar. Angucken, was steht vor dem x? Hälfte davon nehmen, anderes Vorzeichen. Hälfte von 4 ist 2, statt plus, minus. Diese Zahl quadrieren und dann statt minus 5, plus 5. Genauso schnell ist eine PQ-Formel aufgestellt. Naja, und dann sehen wir halt, wenn wir hier durchgehen, minus 2, plus, minus. Unter der Wurzel kommt eine 9 raus und die Wurzel von 9 ist 3. Und dann kriege ich meine zwei Werte raus. Ich persönlich mache es immer so, dass ich erstmal minus rechne, minus 2, minus 3 sind dann minus 5 und das x² ist dann minus 2 plus 3, das ist dann eine 1. Ja? Warum mache ich das immer in der Reihenfolge, obwohl ja erstmal das Plus und dann das Minus steht? Naja, ich stelle mir immer vor, wie sieht es aus, wenn ich das auf einen Zahlenstrahl eintrage. Wenn ich diese zwei Nullstellen, hier soll von mir aus mal x gleich 0 sein, also hier ist die y-Achse, f von x. Und hier ist die x-Achse. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich das eintrage, dann haben wir hier eine Nullstelle bei minus 5 und wir haben eine Nullstelle bei 1. Wenn ich erstmal Plus rechne und dann Minus, dann wäre das hier offiziell mein x1 und dieser andere Wert hier wäre mein x2, wenn ich erst Plus rechne und dann Minus. Und es ergibt für uns doch irgendwie keinen Sinn, dass der rechte Wert x1 sein soll und der linke Wert x2. Wir lesen ja auch von links nach rechts und deswegen mache ich es immer sehr sinnvoll, dass wir sagen, erstmal minus rechnen, das ist das erste x und dann plus rechnen, das ist das zweite x. Ist aber natürlich jetzt nicht weltbewegend wichtig oder sowas, nur ich mache es halt immer so und ja. Finde ich eine etwas feinere Art. Das Ganze noch als Lösungsmenge aufzuschreiben, ist natürlich auch kein Problem. Lösungsmenge gleich. Und dann haben wir einmal die minus 5 und wir haben unsere 1. Das sind also unsere zwei Lösungen, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Ne? Die minus 5 und die 1. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen oben da. Teile dieses Video und abonniere gerne auch unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden. Dann verpasst du nämlich auch nichts mehr, was wir hier online stellen. Und alle unsere Videos findest du auf unserer Homepage mathehilfe24.de. Wir freuen uns, dich auch dort begrüßen zu dürfen. Da findest du alle Videos von Klasse 5 bis zum erfolgreich bestandenen Abitur und gerne auch noch darüber hinaus. Bis gleich.